noch die falschen Karten. Aufwärmen geht's rein. Moin. Moin. Hallo, grüß dich. Wir haben uns die falschen Platten geliefert. Wie die falschen Platten? Nee, die sind doch richtig. Guck mal hier. Die FF-Kante mit dem Stufenfalz. Lass uns die mal reintragen. Ich zeig dir mal, was der Unterschied ist. Bin ich mal gespannt. Ja. Zeigen wir mal schon auf. Ah, wunderbar. Da kann man sie gleich oben drauflegen. Ja. Stopp, stopp. Ich würde noch die Kanne noch brechen. Nein, komm mal her. Guck mal hier. Die Werkseite ist schon angepasst. Ja. Und grundiert ist er auch schon, hast du keinen Staub mehr dran, deswegen können wir sie gleich hoch tun. Passt die bitte? Ja, passt. Und hier mal gleich die zweite Platte dran. Und jetzt schieben wir sie langsam vor. Also siehst du, jetzt hast du eine glatte Kante am Stufenfalz. Da braucht man überhaupt keine Zusammenfaltung mehr. Nein, da sparst du nochmal richtig Zeit. So, aber ausrichten musst du trotzdem noch über die Lochreihe. Guck mal oben das Loch, ja? Passt. Jetzt kannst du festschrauben. So, jetzt drehen wir mal die Platte hoch. Jetzt gehen wir einfach an die Konstruktion. Ja. So, und jetzt schieben wir sie einfach in den Winkel rein. So kannst du jetzt jede einzelne Platte anlegen und festschrauben. So. Ein bisschen Wasser rein, nicht zu viel, weil, wie gesagt, sind ja nicht so groß die Fugen. Und dann ganz wichtig, von Hand einschäumen, ja? So, jetzt sieht man die Winkelchen schön. Jetzt sind wir kurz vor der Wasserlinie, ja? Jetzt sieht man die schön jetzt da kommen. Dann direkt durchführen, ja? Jetzt siehst du gleich, wie sie anliegt. So, jetzt gehst du mit der Spitze hier vorne genau in die Fuge rein. Und jetzt siehst du, wie gleich das Material rauskommt, weil die Fuge direkt hinterlegt ist. Durch den Stufenfalz hast du eine optimale Haftung, es ist grundiert. Du siehst, wie das wunderbar sich da reinpresst, höhere Fugenfestigkeit. Geht ganz schnell. Man braucht nicht so viel Material. Man braucht nicht so viel Material, vor allem du hast genau die richtige Menge Material drin. Mal gucken, wie weit das jetzt ist. Wenn du jetzt mit dem Finger dran packst, ja, kannst du den noch drücken. Und er klebt nicht mal, er ist ziemlich stumpf oben drauf. Und jetzt nimmst du hier die Spachtel, ja, mit dieser Ausbuchtung und fährst im 45 Grad Winkel über die Fuge, ja. So, wenn du jetzt guckst, der Millimeter, der jetzt hier stehen bleibt, ja, kommt durch diese 45 Grad. Und wenn du jetzt mit deinem Finger wieder dran gehst, dann klebt er wieder richtig. Jetzt haben wir wieder 15 Minuten ungefähr gewartet. Jetzt nimmst du die Drehtuchspachtel, gehst auf die Fuge drauf, gibst Druck drauf, also nicht abziehen und ziehst die Fuge komplett zu. So, und jetzt siehst du hier diese Überhöhung. Ja? Dadurch, dass das Material nicht mehr einfällt, bleibt dieser Wulst stehen und den schleifst du morgen weg. Siehst du? So, mit der Spachtel machen wir die Schraubenköpfe. Auflegen, mit Spachtelmasse im Kreuzgang einmal drüber und nach unten wegnehmen und anschließend nur noch wegschleifen. So, und hat auch gut geklappt, oder? Mit der Kanne haben wir richtig Zeit rausgeholt. Ja, und beim Verfugen war gut, ne? Denke ich super, ja. Gehen wir in den nächsten Raum? Können wir gleich in den nächsten Raum.